Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Ich habe die geilsten Informationen, bevor Season 14 startet. Es wird in Season 14 etwas kommen, was wir schon sehr, sehr lange sehnsüchtig erwarten. Für alle, die schon lange Level 500 sind. Kleiner Wink, ich zeig's euch gleich. Ich wollte eigentlich den neuen Stories from the Outland Trailer, der die neue Legende offiziell bestätigt, Vantage. Das wird jetzt aber zur Nebensache, denn EA hat ihre Homepage ein wenig aktualisiert und es werden drei Sachen bestätigt. Level Gap Obergrenze wird endlich erhöht. Ich habe mega Gänsehaut, als ich das gerade gelesen habe. Vantage ist die neue Legende, müssen wir wahrscheinlich nicht drüber philosophieren, für alle, die jetzt diesen Trailer gerade gesehen haben. Und Kings Canyon bekommt ein Map-Update und es scheint zu passieren, Skulltown wird zurückkommen. Das wurde jetzt nicht offiziell angesprochen, aber seht einfach selber, ich bin auf der offiziellen EA Homepage. Ihr seht selber, Vantage ist schon integriert. Sie ist die neue Legende. Ich spreche jetzt hier nicht über die Fähigkeiten. Wer die Fähigkeiten nicht kennt, ich verlinke gerne nochmal meinen Drittkanal. Dort sind alle Fähigkeiten zu sehen mit Gameplay und so weiter und so fort. Wie gesagt, der Trailer wird für mich zur Nebensache. Den zeige ich jetzt hier nicht. Ich werde auch keine Analyse machen. Für mich ist das, was interessant ist. Wiederhergestellte Königsschlucht. Die Zeit hinterlässt überall ihre Spuren und auch die Königsschlucht bleibt nicht davon verschont. Was wird sich aus der Asche der Vergangenheit erheben? Was soll ich jetzt dazu sagen? Muss ich jetzt irgendwas da rein interpretieren? Wer das Video von vorgestern oder wann ich es veröffentlicht habe, nicht gesehen hat, Gameplay von Skulltown im Battle Royale Modus. Es wird passieren. Ich verwette meinen knackigen 39-jährigen Arsch auf diese Information. Weiter geht's. Erhöhung der Stufenobergrenze. Ich kotze im Strahl vor Freude. Begib dich mit der neuen erhöhten Stufenobergrenze in Schwindel. Erregende Höhen. Ich gebe einen Tipp ab, Level 1000. Schwindelerregende Höhen heißt für mich nicht von 500 auf 750. Das ist nicht schwindelerregend, es muss mindestens das Doppelte sein. Ich gehe von fetten 1000 aus. Also wir bekommen allem Anschein nach, das ist jetzt meine Vermutung, 500 Levelstufen obendrauf. Und das wäre doch der absolute Wahnsinn. Hunted ist das, ich habe es vergessen wieder einzublenden. Hunted ist das Motto der 14. Season. Mehr bekommen wir an Informationen vorerst nicht. Im Trailer haben wir gesehen, dass, Moment, ich muss mal ganz kurz in den Trailer reinschauen. Ich mache von mir aus nochmal an, ich will nur bis zum Ende zappen, denn dort wird gezeigt, am 28.07., am 28.07. bekommen wir den Launch-Trailer zu Season 14. Dort gibt es noch mehr Informationen. Ich freue mich mega drauf. Ladies and Gentlemen, mehr Informationen habe ich gerade nicht. Aber die paar Informationen knallen sowas von rein, dass ich so Bock auf die neue Season habe. Ja, Ladies and Gentlemen, das war es erstmal von mir. Ich freue mich aufs nächste Video. Spätestens am 27.08. wird es das nächste geben. Haut da rein, freut euch auf die Information, lasst es sacken. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.